Er ist zwar genau wie der englische, aber dennoch werfen wir einen Blick auf den deutschen Trailer von Deadpool. Ich liebe dich, Wade Wilson. Wir schaffen das. Du hast recht. Der Krebs sitzt nur in Leber, Lungen, Prostata und Gehirn. Alles Dinge, die ich nicht brauche. Was wäre, wenn wir ihnen Besserung verschaffen könnten? Sie sind ein Kämpfer. Wir können ihnen Fähigkeiten verleihen, von denen die meisten Menschen nur träumen können. Wir können aus ihnen einen Superhelden machen. Sie müssen das für mich tun, damit ich etwas für jemand anderen tun kann. Bitte, ich will nicht, dass der Superheldenanzug grün ist. Oder animiert. Eine Sache wird das hier nicht überleben. Sein Sinn für Humor. Werden wir noch sehen, Posh Spice. Ach komm schon. Lässt du mich jetzt hier ganz allein mit dieser armseligen Catwoman? Hey, yeah, I wanna shoot, baby. Packed in your stack, especially in the back. Brother, wanna thank your mother for a butt like that. You're a shotgun, bang. What the fuck that is bang? I wanna know, how does it hang? Straight up, wait up, hold up. Mr. the buck, like Prince Nick. You're a sexy mother. Ihr fragt euch vielleicht, was soll der rote Anzug? Na, damit die Bösen nicht sehen, wenn ich blute. Er hat das Prinzip verstanden. Er trägt eine braune Hose. Daddy muss ein bisschen Dampf ablassen. Verdammter Wichser! Hier stinkt's nach alten Omaschlüpfern. Klingt, als hättest du einen Schwanz im Mund. Oh, scheiße, du siehst ja krass aus. Wie ein Hoden mit Zähnen. Als hätte Freddy Kruegers Gesicht eine topografische Karte von Utah gefickt. So ist es. Heute Abend mache ich es mir selbst. Du bist hinreißend. Als hätte eine Avocado Sex mit einer älteren Avocado gehabt. Dankeschön. Ob englischer oder deutscher Trailer, ich bin Fan und vor allem die ganzen Gags sind einigermaßen gut übersetzt worden ins Deutsche und vor allem die deutsche Synchronstimme von Ryan Reynolds hat auch zuletzt in The Voices gezeigt, wie gut sich hier verschiedenste psychische Labilitäten ins Deutsche transportieren lassen und da bin ich sehr zufrieden mit der Synchro. Deadpool bringt uns 20th Century Fox voraussichtlich ab dem 11. Februar 2016 in die deutschen Kinos und wie auch schon beim englischen Trailer gesagt, bin ich von dem hier absoluter Fan. Ich finde es saucool, dass endlich mal ein Superheldenfilm daherkommt mit dem FSK 16 oder vielleicht sogar FSK 18. Das ist natürlich völlig ungewöhnlich in dieser Superheldenfilmwelt, die sonst so viel wie möglich Publikum in die Kinos locken will und deswegen fast immer ein FSK 12 haben. Aber hier bei diesem Trailer sieht man allein schon am Ende an diesem Triple Headshot, wie saucool und saublutig dieser Film wird. Deadpool bringt uns 20th Century Fox voraussichtlich ab dem 11. Februar 2016 in die deutschen Kinos und es dürfte eine ganze Menge Fans weltweit geben, die sich wahnsinnig auf den Film freuen. Denn Deadpool ist eine Figur, der einerseits als Mensch übel mitgespielt wird, der aber nachher als Superheld einfach saucool ist, weil er weiß, dass er nicht so wirklich sterben kann. Es ist nämlich die Geschichte von Wade Wilson, hier gespielt von Ryan Reynolds, ein Mann, der an Krebs leidet, der unheilbar an Krebs erkrankt ist und dann an das Waffe-X-Projekt sich knöpft und bereit ist, sich letztendlich einem Experiment zu unterziehen, an dem am Ende Deadpool entsteht und eine Figur, die verschiedenste Mutantenfähigkeiten bekommt, unter anderem eben die Heilungskräfte von Wolverine, die stärker heilen, als er selbst durch die Krankheit zu verfallen droht und soll natürlich bedeuten, dass er am Ende einer ist, der eigentlich unumbringbar ist. Und so ist er aber auch einer, und das ist das lustige Marvel-Universum, der weiß und als einzige Superhelden Marvel-Figur, dass er eine Comic-Zeichnung ist und damit konfrontiert er gerne mal andere Superhelden, um sie so richtig zu verarschen und damit hat Deadpool allen Figuren eins voraus. Er schwebt so ein bisschen außerhalb des Universums und kennt trotzdem fast jede Figur aus dem Marvel-Bereich. Unter anderem ist ja auch Wolverine einer seiner besten Kumpels und da gibt es in den Comics einfach die lustigsten Szenen, wo ich mich freuen würde, wenn es hier ein Aufeinandertreffen im Deadpool-Film nachher geben würde und vor allem, wenn Stan Lee nachher auftaucht, wäre es ja großartig, wenn Deadpool ihn wirklich als Stan Lee erkennt, was bedeuten würde, dass man außerhalb dieser Comic-Welt auch noch irgendwie
irgendwie versucht zu funktionieren, soll am Ende bedeuten, der Trailer ist wahnsinnig cool, er ist so gewalttätig wie Deadpool sein muss, er ist so arrogant wie Deadpool sein muss, er hat eine ganze Menge Marvel-typischen Humor und geht fast schon darüber hinaus in dem Moment, in dem Wade hier sagt, mach bitte meinen Superheldenanzug nicht grün, ist das ein ganz klarer Seitenhieb gegen Green Lantern, den ja Ryan Reynolds auch verkörpert hat, und so viel Humor muss ein Studio erstmal haben und deswegen dürfte Deadpool definitiv der Knaller werden und sollte mich auch nicht wundern, wenn es am Ende neben Captain America 3, Batman vs. Superman und Suicide Squad vielleicht sogar der herausragendste Superheldenfilm sein sollte 2016. Ich bin zumindest wahnsinnig heiß auf den Streifen. Was sagt ihr denn zu dem Trailer? Schreibt es gerne in die Kommentare, denn ich bin durch an dieser Stelle mit meinem Trailer-Check zum deutschen Trailer von Deadpool. Lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr dieses Video mochtet. Lasst es bleiben, wenn nicht. Ansonsten, das wisst ihr, gibt es hier noch ein paar Links um mich rum und morgen um 15 Uhr natürlich spätestens ein neues Video. Und bis dann hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3.